Heute präsentiere ich euch diese leckeren Stollen-Muffins. Wenn ihr wissen wollt, wie die zubereitet werden, dann bleibt unbedingt dran. Bevor ich mit meinem Stollenteig allerdings beginne, zeige ich euch mal, wie mein Stollengewürz herstellt. Hier habe ich Kardamom, Piment und eine Nelke. Die kommen jetzt erstmal hier in einen Mörser und dann erstmal zerkleinert. Oder besser gesagt, zermörsert. Hier habe ich jetzt noch eine Vanilleschote. Die schneide ich zur Hälfte auf. Und dann wird das Vanillemark rausgekratzt. So, und dazu gebe ich jetzt noch Muskat, Zimt und hier habe ich noch abgeriebene Zitronenschale. Die kommt auch mit dazu. Das verrühre ich jetzt zusammen. So, und jetzt gebe ich die zerlassene Butter, den Zucker, das ist übrigens brauner Zucker, Milch, die 2 Eier, und den Honig hier in meine Rührschüssel und verrühre das schon mal miteinander. So, nun gebe ich mein Mehl dazu. Das ist übrigens wieder das Backmehl von Sally. Und da ist ja auch gleich das Backpulver mit eingearbeitet. Und sieben brauche ich das auch nicht. Aber das Rezept, was ich euch reinstelle, da müsst ihr das Mehl sozusagen sieben. Es sei denn, ihr holt auch das Backmehl von Sally. Dann kommt noch das Stollengewürz dazu. Und die Prise Salz. Und das verrühre ich jetzt zu einem schönen glatten Teig. So, und jetzt habe ich hier in Rumaroma eingelegte Rosinen oder Sultanin, ich weiß nicht, wie ihr das sagt, für mich sind das Rosinen mit Zitronat und Orangeschat. Und das habe ich eine halbe Stunde vorher eingelegt mit dem Rumaroma. Das hebe ich jetzt einfach nur noch den Teig nur noch unter. Leute, ich finde, es riecht jetzt schon herrlich. So richtig, das hat so einen richtigen, ja, Weihnachtsduft. Also. Übrigens habe ich auch schon mal eine Marzipanstolle gemacht. Die kann ich euch ja mal hier oben verlinken. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten für Stolle esst. Also ich bin eigentlich eher so Marzipanstolle. Aber meine Eltern, die wollen das immer nicht so, deswegen muss ich mich leider mal mit der anderen Stolle vergnügen. So, und jetzt gebe ich hier in mein Muffinblech diese Papiertütchen. So. Und dann kommt in jedes dieser Papiertütchen ein so ein Eis. Also ich nehme einen so einen Eiswürfel voll erstmal. Und dann muss ich mal gucken, wie viel da noch draus werden. So, und die kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für mindestens 25 Minuten. Guckt euch das mal an, wie toll die geworden sind. Vor allem sind das die ersten Muffins, die man so richtig kuppelartig
hochgehen. Sonst, wenn ich Muffins gebacken habe, da waren die Mohn immer so niedrig. Aber ich denke mal, das liegt an dem Spezialmehl. Also kauft euch unbedingt das Backmehl von Salim. So, wie ich das von meinem Lieblingsbäcker gelernt habe, kommt der immer oben drauf auf die Stolle Butter geschmolzen. So, und dann kommt nämlich gleich der Puderzucker oben drüber. Und fertig sind sie auch schon. Meine super leckeren Stollenmuffins. Und ich werde euch das genaue Rezept zu den Stollenmuffins und auch das Rezept zu den Stollengewürz werde ich euch in meine Videobeschreibung schreiben. Ich wünsche euch jedenfalls eine wunderschöne Weihnachtszeit. Macht das Rezept gerne nach. Und bis zu meinem nächsten Video.